Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Stormblood im Story-Modus. Wir haben es endlich geschafft, wir haben Doma befreit, die Burg ist gefallen, die Galliar haben sich hoffentlich zurückgezogen, aber wir haben ja noch andere Baustellen, die wir noch erledigen müssen und aus dem Grund würde ich sagen, wir ziehen mal los, oder? Die Domaner dürfen noch ein bisschen Party feiern, aber wir müssen weiter. Kapitän der Enklave. Soll ich dich über den Einsieg bringen, meine Gute? Ja. Ich will abhauen. Wird Zeit. So, up, und umdreh. Möchtest du den Triumph noch ein wenig auskosten? Ich würde es dir nicht verdenken. Ah, nicht nötig. Verstehe. Überlassen wir den Moment den Domanern. Freunde, die Befreiung Domas war für den Bund nur ein Zwischenziel. Unser Hauptanliegen ist weiterhin Alamigo. Wir sollten so schnell wie möglich nach Giabania zurückkehren und die Kräfte der Befreiungsarmee mobilisieren. Die Niederlage hier in Doma wird ein Beben in Galemalt auslösen, aber einstürzen wird es nicht. Wir müssen die Galliar beschäftigt halten. Wenn wir sie jetzt nicht in Alamigo herausfordern, holen Sie sich Doma einfach wieder zurück. Brecht ihr schon auf? Ja, wir haben noch etwas zu erledigen. Was werden die Aura jetzt machen? Die anderen sind schon in die Steppe zurückgekehrt. Sie werden den Sieg auf ihre Weise feiern. Ich bin mir sicher, dass die Morin Kur für eine Weile nicht verstummen werden. Ich werde auch bald gehen, aber ich wollte mich vorher noch von euch verabschieden. Schließlich haben wir so viel zusammen erlebt. Und ich werde mich auch auf den Nachhauseweg in die Rubinsee machen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich wieder zurückkehren werde als Händler. Wollt ihr in See stechen oder hier Wurzeln schlagen? Wenn ihr wasserscheu seid, müsst ihr es nur sagen, ihr Landratten. Wir brechen jedenfalls doch gleich auf. Der Kapitän hat etwas Dringendes zu erledigen. Ich bin Pirat, verdamm mich nochmal. Und das Kämpfen macht mich durstig. Wenn wir nicht bald eine Spelunke anlaufen, vergesse ich noch, was heute für ein wundervoller Tag ist. Ich dachte, du trinkst nicht. Aber gut, ei, ei, Captain. Bis Kogane können wir euch mitnehmen. Aber lasst den Kapitän nicht so lange warten. Wenn es eilig hat, kann er ungemütlich werden. Gute Reise. Wir werden euch nie vergessen. Danke, Serena. Ich wünsche dir, dass deine Träume in Erfüllung gehen. Und ich werde so frei sein wie der scharlachrote Morgenhimmel, wie du es gesagt hast. Besucht uns mal in Damamizu. Auf Wiedersehen. Ah, da gehen wieder zwei Verbündete dahin. Sie ziehen wieder von dannen. Captain, wir können ablegen. Kann es endlich losgehen? Ich sitze schon so lange auf dem Trockenen. Möchtest du nach Kogane, was heißt Kogune, oh Gott. Ja, stechen wir in See. Alle Mann an Bord, wir lichten den Anker, Leinen los. Tja, ab mit uns. Ging aber schnell. Moment. Wir sind ja wirklich in Kogane. Ich dachte eigentlich eher, er haut uns irgendwo raus. Wir Piraten haben hier nichts verloren. Wir sollten uns schnell wieder aus dem Staub machen, bevor die Segigumi aufkreuzen. Ich wünsche euch viel Glück und bestellt mir dem Händler mit dem blonden Schopf einen schönen Gruß. Seine Waffen haben uns gute Dienste getan. Ah. Abschied von Doma. Also los, zur Ostalternat Handelsgesellschaft. Dataru ist bestimmt schon ganz ungeduldig. Sie wollte gar nicht auflegen, als ich mit ihr über die Kontaktperle gesprochen habe. Danke, dass ihr uns mitgenommen habt und bestellt bitte auch allen anderen Kapitänen der Föderation unseren Dank. Weiterhin gute Fahrt. Gleich sind wir wieder bei Dataru. Herzlich willkommen, unser Handelshaus freut sich über jeden Besucher. Insbesondere die, bei denen der Gil etwas locker in der Tasche sitzt. Ha, 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 ha.
Da seid ihr ja. Ich habe euch so vermisst. Ja, wir sind wieder da, liebe Dadaru. Hancock, die Kapitäne der Föderation haben sich als sehr zuverlässige Verbündete erwiesen. Ja, die Herren haben ihre Prinzipien. Sie sind Piraten. Aber wenn man sie als Partner gewonnen hat, halten sie ihr Wort. Ich habe mir solche Sorgen um euch gemacht. Ich war ganz außer mir vor Freude, als Alfino sagte, dass alle wohlauf sind. Was die Rückfahrt angeht, habe ich auch schon alles organisiert. Ihr könnt jederzeit aufbrechen. Ich habe 4 Plätze auf dem nächsten Schiff reserviert. 4? Kommst du etwa nicht mit? Nein, ich bleibe hier. Jetzt, wo Doma befreit ist, werden die Beziehungen zwischen Ost und West immer enger werden. Und ich will vor Ort bleiben und dabei helfen, etwas aufzubauen. Ich habe den Fräulein schon erklärt, dass dies genau mein Metier ist. Aber sie wollte nicht hören. Du denkst doch nur an den Profit deiner Handelsgesellschaft. Na und? Ist das etwa verkehrt? Es gibt noch mehr im Leben als schnöder Geld. Ich werde hierbleiben und die Lage im Osten beobachten. Vielleicht finde ich ja eine Stelle im Shiokase oder anderswo. Was sagst du dazu, Historia? Ich würde doch eine gute Figur abgeben, meinst du nicht auch? Ja, natürlich. Dann ist es abgemacht. Ich bleibe hier. Würdet ihr eure restlichen Besorgungen also bitte alleine erledigen? Ich bin nämlich ab jetzt mit meinen neuen Aufgaben beschäftigt. Aber ganz ohne Verabschiedung lasse ich euch natürlich nicht ziehen. Wir treffen uns später an Pier 2. So, und da sind wir ja schon. Yo, Dadaru. Historia, du bist die Erste. Die anderen müssen aber auch jeden Augenblick hier sein. Da seid ihr ja endlich alle. Bereit zur Abfahrt? Ja, wir sind bereit. Aber nur, weil du alles so gut vorbereitet hast, liebe Tataru. Dann kann es ja losgehen. Allerdings fürchte ich, dass diese Seefahrt nur die Ruhe vor dem großen Sturm sein wird. In Eorzea erwarten uns große Ereignisse. Hoffen wir, dass diese Ruhe vor dem Sturm nicht wieder von einem Seeungeheuer unterbrochen wird. Wenn wir wieder zurück in Eorzea sind, Tataru, wirst du aber etwas unauffälliger agieren als in Ishgard. Ein Gottesurteil reicht mir. Von dieser Episode weiß ich ja noch gar nichts. Was ist denn da vorgefallen? Ach, nichts weiter. Hey, wartet! Hien, Yugiri, was macht ihr denn hier? Habt ihr nicht in Doma alle Hände voll zu tun? Dachtest du etwa, wir verabschieden unsere treuesten Mitstreiter nicht? So viel Zeit muss sein, auch wenn man gerade sein Heimatland befreit hat. Als wir hörten, dass ihr nach Kugane aufgebrochen seid, sind wir sofort losgeeilt, um euch zu verabschieden. Die Domaner sind noch viel zu beschäftigt, damit ihr Glück zu begreifen. Wir brauchen nichts zu überstürzen. Ihr seid extra gekommen, um uns zu verabschieden? Ja, ich wollte euch nicht fahren lassen, ohne euch Folgendes zu sagen. Ihr habt so viel für mich getan. Für uns alle. Ohne euch wäre Doma immer noch ein Vasallenstaat der Galear. Um mich erkenntlich zu zeigen, möchte ich Eorzea beim Kampf gegen das Galäische Kaiserreich unterstützen. Ich werde Hilfstruppen schicken, sobald sich die Lage hier etwas beruhigt hat. Wenn ihr einverstanden seid. Bist du dir sicher, dass ihr Soldaten entbehren könnt? Doma ist befreit, aber wir wissen nicht, wie die Führung in Galemalt reagieren wird. Die Galear werden für eine Weile beschäftigt sein. Yugiris Ninja werden die Kunde von unserem Sieg in die anderen Provinzen tragen. Ich rechne fest damit, dass anderswo auch Aufstände ausbrechen und die Aufmerksamkeit von Doma ablenken werden. Nur einer ist unersetzlich. Gosetsu. Aber keine Kraft der Welt kann ihn zurückbringen. Ich danke dir für das freundschaftliche Angebot. Ich werde es den Anführern der Allianz vortragen.
Doma hat das Gröbste hinter sich, aber der Westen hat sich noch nicht beruhigt. Bist du bereit, Lisa, festen Schrittes voranzuschreiten und andere zu führen? Ja, ich weiß nun, wo mein Platz ist und was ich zu tun habe. Glaub mir, ich kann es nicht erwarten, mich den kommenden Abenteuern zu stellen. Haha, das nenne ich Tatendrang. Gäbe es mehr von deiner Sorte, hätten wir die Galear schon vor langer Zeit ins Boxhorn gejagt. Yugiri, berichte den Eorzean von unserem Sieg und werde nicht müde, unseren neuen Freunden für ihre Hilfe zu danken. Das werde ich. Wenn die domanischen Hilfstruppen eintreffen, wird alles entsprechend vorbereitet sein. Kommt! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Oder wollt ihr etwa hierbleiben? Nee. Gute Reise. Auf dass wir uns bald wiedersehen. Derweil im königlichen Palast von Alamigo. Eieiei, heute habe ich es mit dem Lesen, Leute. Es war ein Fehler. Wir hätten Doma nicht einer der ihren anvertrauen dürfen. Jeder Soldat der rein galeischen Blutes war tapfer bis zum Tod gekämpft. Es waren diese domanischen Schwächlinge, die uns verraten haben. Diese Kriegerin ist also entwischt und hat sich wieder in ihren Bau verkrochen. Das nächste Mal, wenn sie sich in meinem Revier zeigt, ziehe ich ihr die Haut bei lebendigem Leibe ab. Eure Exzellenz, die Kranjalupi bringen Beute. Wow. Zenos je Galvus, das hätte ich mir ja denken können. Noch nie habe ich das Böse so deutlich in jemandes Augen gesehen. Du redest von der Jagd, aber das einzig wilde Tier hier bist du. Gib der Henkerin deine Waffe. Was? Zu Befehl. Eure Exzellenz? Ist das wirklich euer Ernst? Nicht so bescheiden, Fordula. Du kannst mein Geschenk ruhig annehmen. Ihr seid zu gütig. Es wird mir eine Freude sein. Und nun, bring dieses quiekende Ferkel endlich zum Schweigen. Und zwar für immer. Oh oh. Ich hoffe mal, die meinten nicht Grille.
Sonst hat die nicht mehr lange zu leben. Eosia, von den Göttern geliebt. Was Doma erhalten hat, möchte ich Alamigo schenken. Keine leichte Aufgabe, aber eine Aufgabe, an der ich weiter wachsen will. Es warten noch so viel auf mich und auf meine Heimat. Ah ja, wird schon. Kriegen wir hin, oder? Siegreiche Rückkehr. Geil. Aber so siegreich war die nicht, oder? Weil wir haben nur ein Teil erledigt. Aber okay, akzeptiert. Während ihr weg wart. Endlich sind wir wieder zurück in Eosia. Ein Glück, dass der Wind für die Rückreise wesentlich günstiger stand als auf dem Heimweg, also auf dem Hinweg. Ja, und dass wir keine Ungeheuer begegnet sind. Alize, nun hör doch bitte endlich auf mit dieser Geschichte. Jedenfalls kann man wohl sagen, dass unsere Expedition in den fernen Osten, so entbehrungsreich und hart sie auch war, ein durchschlagender Erfolg war. Ohne den Bund der Morgenröte läge die Rückeroberung Domas noch in weiter Ferne. Wir werden euch unseren Dank bezeugen, indem wir an eurer Seite Alamigo befreien. Ich werde sogleich die Ankunft unserer Truppen vorbereiten. Wir wissen deine Hilfe sehr zu schätzen, Yugiri. Aber du solltest wirklich erst nach Geisterzoll reisen, um deinen Landsleuten von der Befreiung Domas zu berichten. Du hast recht. Dann werde ich den Domanern in Geisterzoll die frohe Botschaft überbringen. Und natürlich auch unseren Kameraden im Sonnenstein. Ah, schon alle versammelt! Admiral Melve, was führt euch hierher? Die Ostalternat Handelsgesellschaft hat mir von eurer Rückkehr berichtet. Ich habe eine dringende Nachricht für euch. Über die Lage in Giabania? Ja. An der Front herrscht ein zähes Ringen. Die Galliar setzen uns hier unvermittelt unter Druck. Aber bisher halten unsere Heere gut stand. Während wir die Linie halten, strukturieren sich die migischen Befreiungsarmee langsam neu. Aber es sind Schwierigkeiten aufgetreten. Ein Mitglied eures Bundes ist entführt worden. Kriele. Sie eskortierte einen Verwundentransport, als ein feindlicher Trupp angegriff und sie verschleppte. Was? Die Galliar haben Kriele? Wir haben versucht, euch eher zu kontaktieren, aber nur eure Kameraden erreicht, die ihr verblieben waren. Sie überlegen bereits Maßnahmen. Am besten sprecht ihr mit Tancred, der an vorderster Front dabei war. Das kann doch nicht sein. Verstanden. Vielen Dank für die Benachrichtigung, Admiral. Wir müssen sie retten. Herausfinden, wohin sie gebracht haben. Wohin sie sie gebracht haben. Da heute ist es wirklich schon mit mir. So schnell es geht. Wir werden sofort nach Castum Oriens aufbrechen, um Tancreds Bericht zu hören. Bitte entschuldigt uns. Endlich seid ihr da. Ihr habt es schon gehört, nehme ich an. Die Galliar haben Kriele. Ja, Admiral Melvib sagte es uns. Was ist genau passiert? Pistolas Zustand hat sich stabilisiert. Also wollten wir sie in den Sonnenstein transportieren. Erst war alles ruhig und wir kamen rasch voran. Bis wir von einem Trupp Galliar angegriffen wurden. Wir waren nicht mal alleine. Arenwalds Truppen waren auch dabei. Verdammt! Ich verstehe ja nicht, wie uns so etwas passieren konnte. Ja, ich konnte mich ohrfeigen. Alles ging so schnell. Wir wussten gar nicht, wie uns geschah. Und dann war Kriele plötzlich verschwunden. Es tut mir leid. Lass nur, Arnwald. Wir wollen euch keine Vorhaltungen machen. Schließlich durftet ihr auch die verletzte Stola nicht aus den Augen lassen. Aber bitte schildere uns noch einmal genau die Umstände. Die Angreifer gehörten zu den Karania-Lupi, die Wolfschädel.
wie man sie auch nennt. Eine für ihre Brutalität gefürchtete Einheit von Migiten im Dienste der Galliar. Sie müssen unbeobachtet über den Wall geklettert sein und sich im Wald auf die Lauer gelegt haben. Ihr Vorgehen war viel zu koordiniert für eine ungeplante Attacke. Sie haben diesen Überfall akribisch vorbereitet. Ich habe es selbst in der Vergangenheit der Anführerin gesehen. Als ich ihr gegenüberstand, habe Auge in Auge. Richtig, du besitzt ja auch die Kraft des Transzendierens. Meine Gabe ist nicht so stark wie die von Historia. Aber manches kann auch ich wahrnehmen. Leider setzt mich die Wucht des Äthers immer fast außer Gefecht. Und das hat die Kommandantin gemerkt und sofort ausgenutzt. Ein dumpfer Schlag ist das Letzte, an das ich mich erinnere. Also, du hast ihre Vergangenheit gesehen? Ja, ihr Name ist Fortula. Sie wurde als Galliar erzogen, besitzt das gallische Bürgerrecht und tut alles, um als vollwertiger Galliar anerkannt zu werden. Aber die reinblütigen Galliar verachten sie noch immer als Wilde. Die Megiden dagegen sehen sie als Verräterin an ihrem Volk. Ich habe gesehen, wie Zenos ihr Anweisungen gab. Er sagte, sie solle ihm Grile Baldesion vom Bund der Morgenröte bringen. Ich bin ganz sicher, er nannte ihren Namen klar und deutlich. Zusammen mit den Verbindungsleuten der Allianz versuchen wir herauszufinden, wohin Grile gebracht wurde, aber bisher erfolglos. Wir wissen nur, dass die Galliar mit ihrer Entführung einen bestimmten Zweck verfolgen müssen. Nur welchen? Das ist die große Frage. Das bedeutet zumindest, dass sie Grele für irgendetwas brauchen und sie nicht sofort töten werden. Also besteht Hoffnung. Sehr richtig. Ich werde versuchen, mich durch die Reihen der Galliar zu schmuggeln und bis innerhalb der Stadtmauer vorzudringen. Dort werde ich schon herausfinden, wo sie gefangen gehalten wird. Je mehr die Allianz und die Befreiungsarmee den Galliern also Druck macht, desto unauffälliger kann ich agieren. Seht zu, dass ihnen nicht langweilig wird. Verstanden. Ohne den geringsten Anhaltspunkt, wo Grille ist, können wir ohnehin nicht einfach losschlagen. Ja, nur nicht zu überstürzen, wartet, bis ich genaueres herausgefunden habe. Konrad ist übrigens mit seinen Leuten irgendwo hier. Berichtet ihm auch von dem Schlamassel. Historia und ich holen Konrad. Wartet hier auf uns, ja? Warum muss ich auch mit? Ist es so ein Frauending oder so mit Toilette gehen und... Ja, wohl doch nicht so ein Toilettending, also okay. So sehen wir uns also wieder. Wenigstens seid ihr wohlauf. Ja, willkommen zurück, aber die arme Grille. Hoffentlich haben sie ihr nichts angetan. Wir haben gerade Dankreds Bericht gehört. Zenos hat etwas mit ihr vor, aber wir werden sie befreien, ganz bestimmt. So entschlossen gefällst du mir, Lise. Du hast im fernen Osten offensichtlich Erfahrung gesammelt. Ja. Wir haben einiges erlebt, und was ist mit euch? Wie steht es mit der Befreiungsarmee? Wir verzeichnen erste Erfolge. Die jungen Kämpfer unter Minagos und Arenwalds Führung haben einige Gefechte für uns entschieden. Die Migiden-Einheit der Legion der Unsterblichen hat uns geholfen, eine Menge politischer Gefangener aus Gefängnissen der Galliar in den Bergen zu befreien. Außerdem haben sich uns viele megidische Flüchtlinge aus Klein Alamigo und Ulda angeschlossen. Die Befreiungsarmee ist auf einem guten Weg. Ihr habt wirklich viel geleistet, während wir unterwegs waren. Es liegen noch viele Hindernisse vor uns, aber wir werden nicht aufgeben. Unsere Beharrlichkeit macht sich bezahlt, wir werden es schaffen. Hoffentlich, sonst haben wir Probleme. Nun solltet ihr aber den Anführern der Allianz von eurer Expedition berichten. Sie werden wissen wollen, wie die Lage in Doma nun ist. Gut, dann treffen wir uns alle bei Oberst Pippin. Ich sage Arenwald und den anderen Bescheid. Bis gleich. Tschüss. Dann wieder zurück zu Pippin.
Und Leute, ich muss euch sagen, heute ist es schlecht mit mir. Alter, so viele Lesefehler habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr gemacht, oder? Uiuiuiui, aber gut, muss leider gestehen, es ist sau heiß und ich habe eine Pollenallergie und mir brennen die Augen wie die Hölle, aber das ist leider so. So, wo ist denn Pippin? Da ist Pippin. Historia, du hast es schon von Tancred gehört, nicht wahr? Du musst dir große Sorge um Kriele machen. Aber wärst du so nett, den Anwesenden von eurem Feldzug in Doma zu berichten? Oh, mal schauen. Bisschen kann ich reden. Aber reden werden wir erst das nächste Mal, oder? Ja, ich denke auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.